Herzlich willkommen im Forschungsinstitut Brenner Archiv der Universität Innsbruck zur ersten virtuellen Führung in drei Teilen zu Georg Trakl. Ein wichtiger Teil der literarischen Hinterlassenschaft von Georg Trakl wird hier im Brenner Archiv aufbewahrt. Der Literaturwissenschaftler Eberhard Sauermann hat sich schwerpunktmäßig mit dem Leben und dem Werk Georg Trakls auseinandergesetzt. Als einer der beiden Herausgeber der neuen historisch-kritischen Georg-Trakl-Ausgabe, der sogenannten Innsbrucker Ausgabe, erkennt er sich wohl am besten mit Manuskripten und Briefen von Georg Trakl aus. Er wird uns von seinen Schreibprozessen, von Georg Trakls Schreibprozessen und von seinen Briefen und den Datierungsproblemen damit erzählen. Der Schriftsteller Christoph W. Bauer, der sich vielfach mit literarischer Tradition auseinandergesetzt hat, wird für uns Gedichte von Georg Trakl in der vertrauten Version und Briefe von Georg Trakl lesen. Alle in den drei Teilen gezeigten Manuskripte und Briefe, beziehungsweise alle Manuskripte und Briefe, die sich in der literarischen Hinterlassenschaft Georg Trakls befinden, bieten wir auch online an. Sie finden den Link dazu auf der Homepage des Brenner-Archivs. In der zweiten Folge geht es um das Problem, wie literarische Texte Trakls zu edieren und briefliche zu datieren sind. Wie aus einem Manuskript oder Typoskript ein gedrucktes Gedicht wird, ist mitunter problematisch. Wer literarische Texte herausgibt, und zwar nicht nur als Editor einer wissenschaftlichen Ausgabe, sollte die Intention des Autors berücksichtigen, muss sich aber manchmal mit einer unleserlichen Schrift abmühen, wie hier zu erkennen ist. Ein spezieller Fall ist Trakls Kasper-Hauser-Lied, kurz zum Stoff dieses Gedichts. 1828 taucht ein ca. 16-Jähriger in Nürnberg auf, der kaum sprechen kann und eigenartige körperliche Fähigkeiten aufweist. Auf einem Zettel in seiner Hand ist die Rede von einer adeligen Herkunft und einer Gefangenschaft bis zum heutigen Tag. Das Auftauchen des Findlings und seine Ermordung 5 Jahre später hatten eine Fülle von Publikationen zur Folge, in denen der Zusammenhang zwischen Welt, Sprache und Ich-Bewusstsein dargestellt werden konnte. Vordergründig ging es um vornehme Abstammung und jahrelange Gefangenschaft in einem Verlies, um Sprachlosigkeit, Unschuld, Betrug, Außenseitertum und Verfolgung. Trakl hat sich schon früh mit dem Kasper-Hauser-Stoff beschäftigt, in einem verschollenen Puppenspiel Kasper-Hauser von 1910. Im späten Dramenfragment, das auf eine verschollene Vorstufe von 1910 zurückgeht, kommt die Ermordung eines Knaben namens Kaspar vor. Ein Widerhall findet sich auch in Trakls Brief an Buschbeck von Mitte April 1912, in dem er sich über seinen Probedienst in der Apotheke des Garnisonsspitals in Innsbruck beklagt. Wozu die Plage? Ich werde endlich doch immer ein armer Kasper-Hauser bleiben. Im November 1913 schrieb Trakl das Kasper-Hauser-Lied. Kasper-Hauser-Lied. Für Bessie los. Er wahrlich liebte die Sonne, die purpurn den Hügel hinabstieg, die Wege des Walds, den singenden Schwarzvogel und die Freude des Grüns. Ernsthaft war sein Wohnen im Schatten des Baums und rein sein Antlitz. Gott sprach eine sanfte Flamme zu seinem Herzen, o Mensch. Stille fand sein Schritt die Stadt am Abend, die dunkle Klage seines Munds, ich will ein Reiter werden. Ihm aber folgte Busch und Tier, Haus und Dämmergarten weißer Menschen, und sein Mörder suchte nach ihm. Frühling und Sommer und schön der Herbst des Gerechten, sein leiser Schritt an den dunklen Zimmern träumen dahin. Nachts blieb er mit seinem Stern allein, sah, dass Schnee fiel in kahles Gezweig und im dämmernden Hausflur den Schatten des Mörders. Silbern sank des ungeborenen Haupt hin.
Einige literarische Werke zum Caspar Hauser Stoff hat Trakl zweifellos gelesen, darunter den Roman Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann, seinerzeit ein Bestseller und noch immer lesenswert, und die von Stefan Zweig herausgegebene Gedichtsammlung Paul Verlaines. Bei Verlaine lautet der Titel Lied Caspar Hausers, bei Trakl Caspar Hauser Lied. Bei Wassermann sagt Caspar: Ich möchte ein solcher Reiter werden wie mein Vater. Bei Trakl wird zitiert: Ich will ein Reiter werden. Bei Wassermann wird Caspar Fremdling genannt und bei seinem Sterben heißt es: Das ermüdete Haupt bittet um Ruhe. Bei Trakl heißt es: Also sank des Fremdlings Haupt hin. Bei Wassermann sagt Caspar: Ich habe früher auch nicht gelebt. Bei Trakl wird er als Ungeborener bezeichnet. Trotz dieser Übernahmen wirkt Trakls Gedicht eigenständig. Eingangs wird eine Idylle gezeichnet statt einer qualvollen Isolation. Der eingetrichterte Reiterwunsch wird nicht von Caspar Hauser nachgeplappert, sondern ertönt als Klage aus seinem Mund. Ein neuer Zugang zur Trakls Lyrik wird eröffnet, wenn man seine Arbeit an der Übernahme und Verwandlung literarischer Vorlagen verfolgen kann. In den Erläuterungen der historisch-kritischen Innsbrucker Trakl-Ausgabe im Strömfeld Verlag, herausgegeben von Hermann Zwerschener und mir, wird man über das Reservoir an Motiven und Wörtern informiert, aus dem sich Trakl bedient hat. In vielen Gedichten ist das die Lyrik Rimbauds und Hölderlins. Hingegen findet sich in der historisch-kritischen Trakl-Ausgabe im Otto Müller Verlag, herausgegeben von Killi und Sklena, kein einziger Hinweis darauf. Ein spezieller Fall ist das Gedicht Caspar Hauserlied auch wegen der Änderungen. Die handschriftliche Reinschrift diente für den Druck im Brenner. Doch wollte Trakl noch ein paar Verse ändern, nämlich Vers 1, Vers 4 und Vers 20 den Schlussvers. Auf einer Postkarte vom 11. November 1913 bittet er Ficker um Durchführung von Änderungen, unter anderem des Schlussverses. Schon am nächsten Tag, den 12. November, bittet der Ficker wieder auf einer Postkarte um Durchführung von Änderungen, unter anderem des Schlussverses, sowie um Einfügung einer Widmung für Bessie Loos und um Zusendung eines Korrekturabzugs, um den Abdruck des Gedichts auf Fehler zu kontrollieren. Vers 1: Er wahrlich liebte die Sonne, die purpurn untergeht. Er liebte die Sonne, die purpurn den Hügel hinabging. Er wahrlich liebte die Sonne, die purpurn den Hügel hinabstieg. Vers 4: Ernsthaft war sein Wohnen im Schatten des Baums. Wahrhaft, ernsthaft. Vers 20: Also sank des Fremdlings Haupt hin. Silbern sank des Ungeborenen Haupt hin. Eines Ungeborenen sank des Fremdlings rotes Haupt hin. Im Brennerheft vom 15. November erscheint das Gedicht allerdings mit einem anderen Schlussvers: Silbern sank des Ungeborenen Haupt hin. Ficker behauptete später, Trakl habe die Fassung der Postkarte vom 12. November zugunsten der vom 11. wieder verworfen, was schon deshalb nicht stimmen kann, weil die Brenner-Version nicht völlig identisch ist mit der früheren. Ich halte hingegen folgenden Vorgang für wahrscheinlich. Auf der Postkarte vom 11. November hat Trakl eine Änderung des Schlussverses vorgesehen, durch die der ohne weiteres noch in eine Zeile gepasst hat. Wahrscheinlich hat Ficker die von Trakl am 12. November vorgesehene Änderung des Schlussverses gar nicht erst durchführen lassen, weil der zu lang war, um wie gewünscht in eine Zeile zu passen und weil ein Verschieben auf die nächste Seite nicht möglich war. Das Heft war bereits druckfertig. Ficker bestätigte Trakl in einem Brief vom 18. November, er habe die Widmung angebracht, verlor jedoch kein Wort über andere Änderungen. Er wollte Trakl wohl lieber mündlich von den Vorzügen des neuen Schlussverses überzeugen. Offenbar hat er aber die neue Version akzeptiert, sonst hätte er den Vers für seinen späteren Gedichtband geändert.
In dieser Version wird das Gedicht auch in der Trakl-Ausgabe im Otto Müller Verlag in Band 1 wiedergegeben. Die letzte briefliche Änderung findet sich nur kleingedruckt im Band 2 und in der Neuausgabe von Band 1, herausgegeben von Weichselbaum, dementsprechend gar nicht mehr. In der Innsbrucker Trakl-Ausgabe wird das Gedicht hingegen in allen Textstufen abgedruckt. Für ihre Herausgeber ist die übliche Beschränkung auf die sogenannten endgültigen Fassungen der Lyrik Trakls nicht angemessen. Eine flüchtige Niederschrift auf einem Zettel hat für einen gewissen Zeitraum nicht weniger Gültigkeit und nicht mehr Vorläufigkeit als eine maschinengeschriebene Reinschrift oder ein Druck. Die Innsbrucker Trakl-Ausgabe bevorzugt den Prozess des Schreibens vor dem Ergebnis des Schreibens. Sie rückt die Entstehung jedes Werks in den Mittelpunkt. Deshalb werden im Allgemeinen die einzelnen Textstufen nacheinander vollständig dargestellt und die Änderungen innerhalb einer Textstufe werden unmittelbar beim Text wiedergegeben. Die Faksimiles der handschriftlichen Texte Trakls machen seine Arbeitsweise sichtbar und zugleich die Entscheidungen des Editors überprüfbar. Noch ein Umstand kann editorisch zum Problem werden. Viele Briefe Trakls sind nicht von ihm datiert oder nicht in einem Kuvert mit Poststempel überliefert. Das erschwert die Rekonstruktion des zeitlichen Zusammenhangs seines Briefwechsels, um die sich die Innsbrucker Trakl-Ausgabe bemüht. Hingegen sind in der Neuausgabe von Weichselbaum nicht einmal alle Briefe von Trakl aufgenommen und keine, die er empfangen hat. Bei manchen Briefen ergibt sich aus dem Inhalt zwingend, zu welchem Zeitpunkt sie entstanden sind. Bei anderen braucht es geradezu kriminalistische Düfteleien, wie im Fall eines Briefs an Ficker. Lieber Herr von Ficker, vielen Dank für Ihr Telegramm. Kraus lässt vielmals grüßen. Dr. Heinrich ist hier wieder ernstlich erkrankt. Und es haben sich sonst in den letzten Tagen für mich so furchtbare Dinge ereignet, dass ich deren Schatten meinen Lebtag nicht mehr loswerden kann. Ja, verehrter Freund, mein Leben ist in wenigen Tagen unsäglich zerbrochen worden. Und es bleibt nur mehr ein sprachloser Schmerz, wem selbst die Bitternis versagt ist. Wollen Sie bitte, um von meinen nächsten Angelegenheiten zu sprechen, die Güte und Liebe mir erweisen, an Hauptmann Robert Michel zu schreiben, vielleicht ist es wichtig, dass es gleich geschieht. Und in meinem Namen um seine freundliche Fürsprache im Kriegsministerium bitten. Vielleicht schreiben Sie mir zwei Worte. Ich weiß nicht mehr ein und aus. Es ist ein so namenloses Unglück, wenn einem die Welt in zwei bricht. Oh mein Gott, welch ein Gericht ist über mich hereingebrochen. Sagen Sie mir, dass ich die Kraft haben muss, noch zu leben und das Wahre zu tun. Sagen Sie mir, dass ich nicht irre bin. Es ist steinernes Dunkel hereingebrochen. Oh mein Freund, wie klein und unglücklich bin ich geworden. Es umarmt Sie innig, Ihr Georg Trakl. Dieser Brief enthält Aussagen bodenloser Verzweiflung. Sein Leben zerbrochen, ein Gericht über ihn hereingebrochen. Wie könne er so weiterleben? Es ist immer schon gerätselt worden, was der Grund dafür gewesen ist. Nach Fickers Erinnerung ist der Brief im November 1913 geschrieben worden, laut Kielis Klenar Ende November 1913 in Wien, laut dem Trakl-Forscher Ernst-Erich Metzner Anfang November 1913 in Salzburg oder München. Ich konnte ihre Argumente widerlegen und habe Argumente für eine Neudatierung und Lokalisierung gefunden, nämlich auf 1. oder 2. April 1914 in Berlin. Das ist jetzt auch in der Neuausgabe von Weichselbaum berücksichtigt. Man weiß, dass Trakl Mitte März 1914 zu seiner in Berlin verheirateten Schwester Grete gefahren ist, die eine Fehlgeburt erlitten hatte. Der Brief passt am besten in diese Situation, wie eine Überprüfung der darin genannten Fakten zeigt. Da heißt es: Vielen Dank für Ihr Telegramm, Kraus lässt vielmals grüßen. Ficker wird Trakl Ende März 1914 in einem Telegramm auf die für den 1. April angesetzte Lesung von Kraus in Berlin aufmerksam gemacht haben. Trakl dürfte mit Karl Borromäus Heinrich, einem Freund aus dem Brennerkreis, daran teilgenommen und mit Kraus gesprochen haben.
Weiter heißt es, Dr. Heinrich ist hier wieder ernstlich erkrankt. Heinrich war wahrscheinlich am 23. März nach Berlin gereist, um Thakl beizustehen, wie aus seinem Brief an Ficker vom folgenden Tag hervorgeht. Dass er zu der Zeit krank war, belegt Thakls Brief an einen Arzt ein paar Wochen zuvor, in dem von Depressionen Heinrichs die Rede ist. Schließlich heißt es, wollen Sie bitte an Hauptmann Robert Michel schreiben und um seine freundliche Fürsprache im Kriegsministerium bitten. Ficker muss seinen Freund Michel sofort um Unterstützung Thakls gebeten haben, da der schon am 7. April im Kriegsministerium in Sachen Thakls vorgesprochen hat, wie sein Brief an Ficker von diesem Tag belegt. Mit der Annahme, Thakls Brief falle in die Zeit der Nachwirkungen von Grethes Fehlgeburt, ergibt sich allerdings eine weitere Frage. Wie ist mit der Verzweiflung des Briefs der gefasste Ton vereinbar, in dem Thakl 10 Tage zuvor in Briefen an Heinrich und Ficker von Grethes geburtsbedingten Qualen gesprochen hat? Was waren das für furchtbare Dinge, von denen Thakl spricht? Etwas, was sich erst in den letzten Tagen ereignet hat. Vielleicht hat er erst nach diesen beiden Briefen von Grete erfahren, dass das totgeborene Kind sein eigenes gewesen ist. Es gibt Indizien für ein geheim gehaltenes Treffen der beiden in Salzburg 5 Monate zuvor. Das würde die Verzweiflung des Briefs erklären, denn dann hätte Thakl davon überzeugt sein können, durch das Inzestverhältnis an der schweren Erkrankung seiner Schwester oder gar am Tod des Kindes mitschuldig zu sein. Jedenfalls spiegelt sich Thakls Verzweiflung in seinem Zustand bei der Rückkehr aus Berlin wieder. Laut dem Tagebuch von Röck wirkte er schwer vergiftet. Seine Freunde mussten ihn stützen. Er war nicht einmal imstande, das Gedicht Abendland selbst niederzuschreiben.